Hallo zusammen, hallo liebe Abonnenten und die, die meinen Kanal vielleicht gerade erst gefunden haben. Fast jedes Infovideo von mir fängt immer gleich an. Jetzt dieses Mal in diesem Infovideo sind wir hier in Neviskane und zwar in 7 Days to Die. Und ich habe natürlich meinen alten Zellenkumpan dabei, den Jack Fleischhammer. Grüß dich, Jack. Wunderschönen guten Abend. Wir haben wunderschönes Wetter, leicht neblig, so von der Aussicht, zumindest ja, auf meiner Seite. Heiter bis wolkig. Heiter bis wolkig, aber wir sind oben. Auf unserem kleinen Ausguck. Wir wollen da nicht runterfallen. Das haben wir eben vor der Aufnahme schon ein paar Mal getan. Ob absichtlich oder unabsichtlich. Unabsichtlich, ne? Genau. Passieren ja immer lustige Dinge. Was hast du in der Hand? Ein Regal. Ja, ein Regal. Zur Feier des Tages ein Regal. Ja, ein kleines Infovideo soll es heute werden. Und zwar kein Let's Play, sondern wir wollten uns beide bedanken. Und ja, Jack ist stellvertretend für die Leute, die auf meinem Kanal mitgewirkt haben, hier heute dabei. Ich wollte mich bedanken, ich sag's einfach mal so, bei 10.000 Abonnenten. 10.000. Wahnsinn. Also wirklich, die Leute sind begeistert, ihr hört's im Hintergrund. Zähnenapplaus. Wirklich, 10.000 Abonnenten hätte ich mir niemals gedacht. Ich weiß nicht, als Jack und uns, als wir uns kennengelernt haben und uns, ja. Ja, doch, und uns. Und uns. Wir waren bei 1.700, möchte ich sagen. Das weißt du noch? Ja, das weiß ich noch ganz genau. Wir waren bei 1.700 Abonnenten und da war ich schon stolz drauf. Ah, oh, krass. Also wir haben uns ja damals nackt kennengelernt, wisst ihr? Und zwar in Rust. Mitten am Strand, lang ist her, also jetzt gefühlt lange, aber wir haben jetzt schon einiges zusammen erlebt und zusammen auch aufgenommen in dieser Zeit. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank an all die, die dazugekommen sind und vielleicht noch dazukommen werden. Ich bin wirklich, macht mich irgendwie stolz, dass das so schnell ging und es freut mich immer wieder über die netten Kommentare, die positiven, aber wie auch negativen Kommentare, weil jedes Kommentar und jeder Daumen hoch oder runter ist irgendwie ein Feedback. Also derjenige hat sich es angeguckt und hat es gemocht oder auch nicht gemocht. Das kann ich ja nur schlecht beeinflussen, weil ich mache das, was ich mache. Und Jack ist dabei und macht das vielleicht ein bisschen besser und interessanter so noch zusätzlich. Also wir machen ja nichts außer zocken. Und im Endeffekt sind wir nicht wesentlich anders als... Ihr, ja, sind wir nicht. Nee, eigentlich nicht. Wir zocken eigentlich nur. Wir haben Spaß beim Zocken und das zeigen wir und das nehmen wir halt auf. Und wir sind nicht auf den Mund gefallen. Das gehört natürlich auch noch dazu. Ja. Absolut, hier und da. Also vielen Dank an all die, die uns abonniert haben, die unsere Videos täglich gucken und mehr schreien und Erster und was auch immer. Also bin da wirklich richtig stolz. Warum sind wir denn überhaupt hier oben in 7 Days to Die? Weil der liebe Gorondor, einer meiner Abonnenten, da habe ich ja schon mal das Special-Video gemacht mit 7 Days to Die, der Burgherr, da hat er ja eine riesen Burg gebaut, der hat mir ein kleines Geschenk gemacht. Und zu 10.000 Abonnenten und das wollte ich einfach hier einbinden in diesem Video. Deswegen drehe ich mich jetzt endlich mal um und da ein Geschenk. Hey, ein Riesengeschenk mit Lagerfeuerstellen drauf. Sieht aus wie Einschusslöcher von hier oben. Stimmt, die brennen aber auch. Ich habe es gerade ganz kurz brennen gesehen. Ja, das ist immer die Entfernung. Da rechts unten ist so ein kleiner gelber Punkt, das ist ein kleines Geschenk. Nein, in Wirklichkeit nicht. Das ist der Spawnpunkt, den sehe ich, glaube ich, nur Geschenk. Ich. Das ist mein Geschenk. Genau, das ist Jacks Geschenk. Genau. Schön, aber ich freue mich trotzdem. Ja, also wirklich klasse Geschenk, hat da riesen dran gebaut und hat auch gesagt, dass das extrem, jetzt wird es aber langsam dunkel, warte mal kurz, muss mal kurz hier, so, das reflektiert ein bisschen stark, das ist ein bisschen wenig, so zack hier. Jetzt passt das Minions Licht. Minions war schon immer Gott. Ja, ich wollte einfach schon immer mal Gott spielen. Ja, wir stehen hier auf einem kleinen Aussichtsturm, den wir uns hier hingebaut haben. Ich habe schon wieder Angst, hier runterzufallen. Ja, und ich wollte euch einfach mal dieses Riesengeschenk zeigen, was hier steht. Also das ist ja wirklich Wahnsinn, was er da gebaut hat. Und er hat auch gesagt, dass das fast komplizierter ist, als die Burg zu bauen. Weil dieses sind Pappkartons im Endeffekt, die so ein Geschenkverpacken drum haben. Das gibt es hier im Kreativmodus. Ich weiß nicht, ob ich das auf die Schnelle finde. Dazu müsste ich jetzt, nein, ich finde es nicht, weil hier müsste ich ja das Menü wieder einschalten. Also auf jeden Fall sind es Geschenkkartons und da drinnen, drunter unter diesem Riesengeschenk ist Stahl und das muss stabil sein. Und im Endeffekt ist auch scheißegal, wie das Ding entstanden ist. Es war scheiß viel Arbeit und ich freue mich riesig drüber. Ich finde es total klasse. Er hat mir einen Screenshot geschickt, beziehungsweise hat das unter seinem Blog, hat er einen Beitrag geschrieben. Minjas ist reich an Abonnenten. Und ich finde es klasse, was er da gebaut hat. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, mein lieber Ben. Finde ich wirklich toll, was du da gebastelt hast für uns. Und der ideale Aufhänger für diese kleine Infofolge.
Ja, was wollen wir machen? Wir wollen zocken zusammen. Wir haben das ja schon bei 5000 Abonnenten gemacht. Wir wollen zusammen zocken und zwar Blendezeit 2. Ich hoffe, dass es Jack schafft, auch diesmal dabei zu sein. Das ist noch nicht, steht noch nicht fest. Ich war auch beim letzten Mal dabei, nicht vergessen. Du warst beim letzten Mal dabei? Ja, echt? Okay. Was ist das für eine Frage? Hallo? Ich dachte, Entschuldigung. Ach, nee, dann schwierig. War das der erste Livestream. Entschuldigung. Ja, es ist, der alte Mann kann sich nicht alles behalten. Also, ich war dabei, ja. Du warst dabei. Und ich freue mich drauf und ich werde alles dran setzen, mit dir und euch die Bösen zu vernichten. Genau. Ja, wir sind in Blendezeit 2, werden wir unterwegs sein. Und zwar, das Datum dürfte, was haben wir gesagt, der 8. ist das, gell? Der 8. hatten wir gesagt. Samstag, genau. Der 8. Februar, und zwar so, sagen wir mal, ab 19 Uhr. Also, am 8. Februar, Samstag, so um 19 Uhr, da dürften die meisten von euch Zeit haben, das hoffe ich zumindest. In Blendezeit 2 kämpfen wir immer noch auf der Seite der Vanu-Souveränität auf dem Server Kobalt. Wenn ihr dabei sein wollt und noch nicht in meinem, was, Platoon, Squad, was auch immer seid, dann schickt mir doch eine Nachricht in-game oder eine Freundschaftsanfrage in-game an Minjas. Martha, Ida, Nordpol, Y, Anton, Siegfried, Minjas. Ihr wisst ja eigentlich, wie das geschrieben wird, oder hoffe ich zumindest. Also, der Server heißt Kobalt. Wir spielen auf der Seite der Vanu, das sind die Lilanen. Die lilane Fraktion, nicht die roten, nicht die blauen, nein, die lilanen. Und der Server Kobalt, und am Samstag geht's los. Ihr schreibt an Minjas einfach eine Freundschaftsanfrage. Ich werde dann bei Gelegenheit euch annehmen und euch in den Platoon Hitzo Hirnsturz Zockt einladen, damit wir dann gemeinsam kämpfen können. Wir müssen mal gucken, wie viele Leute das insgesamt gibt. Also wir haben circa 40 Plätze auf dem Teamspeak-Server frei. Ob wir das diesmal im Teamspeak machen, weiß ich noch nicht, weil es könnte natürlich sehr hektisch werden, wenn da jeder versucht zu sprechen. Nach meinem Gefühl her ist es so gewesen, dass es über den Ingame-Voice sehr gut ging. Da kann man auf den Nummernblock, kann man die 9 drücken und dann spricht man an den ganzen Platoon. Und das ist, denke ich, auch ausreichend, wenn jeder da mal so ein bisschen spricht. Jetzt noch eine Bitte. Beim letzten Mal, bei dem 5000 Abonnenten-Special, gab es jemand, der hat den Platoon, den Squad, also das Riesengedöns angeführt und hat neue Ziele gesetzt. Und zwar ziemlich spät erst, weil er dann gemerkt hat, dass der Minjas nichts drauf hat im Blendezeit 2. Der hieß Volvo oder so, ne? XXX Volvo, Volvo oder? Also dein Gehirn, aber gut, du bist wesentlich jünger als ich, also von daher. Nein. Spaß. Ich glaube, er hieß Volvo oder sowas. Es wäre total klasse, wenn Volvo oder wie auch immer er heißt, sich bei uns mal melden könnte. Derjenige weiß Bescheid, er hat das letzte Mal den Platoon geleitet. Einfach mir mal eine PN in YouTube schicken, beziehungsweise wäre natürlich geil, wenn du am Samstag dabei wärst, dass du das vielleicht wieder ein bisschen leiten kannst. Du kennst dich in Blendezeit 2 ganz gut aus und hast das auch klasse gemacht, so die letzte Stunde, die wir da gezockt haben. Und es wäre einfach klasse, wenn da jemand vorne wegreitet und der Minjas einfach nur labert, so was er den ganzen Tag eigentlich macht. Genau, das wäre schön. Ja, das wäre total super. Der Minjas, die Laberbacke. Ah, schön. Ja, eigentlich sind wir jetzt am Ende. Ich wollte euch dieses klasse Geschenk zeigen. Nochmal vielen Dank, mein lieber Gorondo. Deine Burg finde ich klasse und ich habe auch schon ein kleines Preview von der Alpha 6, der Riesenburg. Ich sage euch, ein Mordsding habe ich gesehen. Das ist noch wesentlich größer als das, was wir im letzten Video gesehen haben. Da freue ich mich schon drauf und da wird es auch wieder ein Video geben. Also nochmal, am 8. Februar, Samstag, so ab 19 Uhr geht's los. Wir spielen Blendezeit 2 zusammen und ich hoffe, es sind noch viel mehr Leute dabei. Bei 10.000 Abonnenten, da sollten wir doch mal 1.000 Leute zusammenkriegen. Ich weiß gar nicht, ob so viele Leute auf den Server passen, um Gottes Willen. Das wäre aber witzig, das dann übernehmen wir das erste Mal so einen Server komplett. Genau. Los! Alles nur Mission steht. Und die Admins sagen, was ist denn hier los? Wer versammelt sich denn da? Cheating. Genau. Also Blendezeit 2 ist kostenlos, könnt ihr euch runterladen auf blendezeit2.com, meine ich, ist die Seite, ist die amerikanische. Es gibt auch noch eine deutsche Seite, die ist, glaube ich, irgendwie von Pro7 oder sowas. Da könnt ihr euch einen Account erstellen und dann kostenlos Blendezeit 2 zocken. Wenn ihr eine langsame Leitung habt, solltet ihr langsam mal anfangen zu laden. Das Spiel hat nämlich so rund 10 GB, glaube ich, also das dauert einen Moment. Könnt ihr übrigens Steam, über Steam laden oder gibt, glaube ich, einen Offline-Client beziehungsweise einen separaten Client. Macht es am besten über Steam. Blendezeit. Was hast denn du dabei? Eine Axt. Das ist eine Stone Axe, ja. Wahnsinn. Rede ruhig weiter. Nee, ich am 28. übrigens. 28.01. Termin zum Festhalten. Am 28.01.? Was ist am 28.01.? Achso, 28. Nicht am 8. Du hast am 8. vorhin gesagt. Ja, am 8. Februar. Februar. Du hast. Ist auch egal. Am 8. Februar. 8. Februar habe ich 28. gesagt? Auch. Nee, du hast am 8. Januar gesagt. Ja. Egal, also 8. Januar ist ja schon vorbei, ihr wisst, das kann es nicht sein. Also, Verwirrungsgruß, deine Axt macht mich ganz nervös. Hilfe, ich, ja. Also am 8. Februar, Samstag, es ist ein Samstag, es ist praktisch jetzt der kommende Samstag in einer Woche.
wenn ihr das Video seht, ich hoffe, dass ich es bis dahin noch rauskriege, schieb mich nicht runter, ich habe Angst. Und wir spielen zusammen Planet Side 2. Surfer, Kobalt, Wano, Souveränität. Die werden wir spielen, die haben wir das letzte Mal gespielt, die spielen wir auch diesmal. Und ich freue mich drauf, mit euch zusammen zu zocken. Und ich hoffe, dass der liebe Jack dabei ist. Jack, bist du dabei? Bist du dabei? Ich bin dabei. Wunderbar, das wäre super geil. Tu es. 10.000 Abonnenten. Ja, vielen Krass. Dank. Vielen Dank an Ben. Übel. Vielen Dank an euch alle 10.000 Abonnenten. Ich kann es nur noch wiederholen. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Und auf weitere 2-3 Abonnenten mehr. 20.000, oh, Entschuldigung. Millionen, was auch immer. Ja, cool. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Was machen wir jetzt? Stürzen wir uns gemeinsam hier runter? Ja, würde ich sagen, ne? Gut. Also, so, dann mit dem Körper in die Freiheit. Genau. Mit Geronimo, oder? Okay. Natürlich. Machen wir. Also nehmen wir ein bisschen Anlauf. Moment. Okay. Ja. Gut. Also, macht's gut. Wir werden uns jetzt in die Tiefe stürzen. Auf 3 rennen wir bei 1 los, bei 0. Bei 3. 1, 2, 3. Okay. Dann, okay, mit Shift oder ohne Shift? Mit Shift. Ich bin so aufgeregt, mit Shift. Wunderbar. Mit Waffe in der Hand? Ich habe keine Waffe. Ist mir auch egal. Wir springen runter. Ohne. Dann bis zum 8. Februar, 19 Uhr. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dahin. Geronimo. Oh, ich spring schon. Ah, ich bin tot. Aber Guck fast mal. Synchron. Was mache ich synchron denn? Synchron gestorben. Ich hüpfe hier auf der Stelle. Naja. Also, egal. Wenn es euch gefallen hat, dieses Ankündigungsvideo, dann schreibt es in die Kommentare und freut euch mit uns auf nächsten Samstag, beziehungsweise auf den 8. Februar, 19 Uhr. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.